sollten vielleicht echt mal irgendwie Fahrschulmusik hier einbringen. Das würde die Sache viel mehr entspannen. Kommen wir auch nochmal an. So. Oh. Wo? Da. Okay, geht erstmal hier rüber. Scheiße! Geh weg! Geh weg! Boah, verzieh dich! Ripper! Ja! Komm her! Na, willst du auch her? Komm her! Oh. Ich rüpp dich durch! Komm her! Wer ist der Nächste? Ich hab noch ein paar Sägeblätter. Komm her! Au. Noch einer? Nee. Sehr schön. Nutzen. Mitnehmen. So, wo geht's jetzt lang? Da rein. Ab nach oben. Ja, nach unten oder nach oben? Gucken wir erstmal oben. Hallo? Ey, warte mal. Okay. Hier, Temple. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elizabeth. Energiekanone, habe ich die nicht schon? Nee, Laserkanone. Okay. Die haben zwar stabilen Kanonen. Ich brauch dringend mal einen Shop. Wo war denn noch mal einer? Speichern wir erstmal. So. Er schon wieder. Und er auch noch. Tja. Mit dem Ripper ist das alles kein Problem mehr. Wenn man doch nur mal einen Shop hätte. Ripper klingen. Nein, mir nicht hören soll. Ripper klingen, was legt man denn ab? Ripper klingen auf jeden Fall. Okay. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Okay. Die primäre Astrogationsenergie wurde umgeleitet. Hören Sie, wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich glaube, ich sehe Dinge. In meinem Kopf hämmert es noch. Weiß auch nicht. Halten Sie die Augen offen, okay?
Achso, du siehst Dinge, ja? Das ist laut, was ich schon alles gesehen auf diesem Schiff. Während du die ganze Zeit in deinem Cockpit da rumsitzt. Man kann ja nochmal speichern. Warum denn nicht? Mein Gott, die Geräusche gehen mir echt auf den Sack. Ebene 2. Fahrstuhl fanden. So, welche Viecher wollen jetzt sich jetzt mit dem Ripper einlegen? Hm? Na komm. Niemand? Auch gut. Okay, ich soll ganz nach unten. Aber ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Weil hier war nämlich der Shop. Anzug Level 3. Laserkanone und Energiekanone. 20.000, nicht schlecht, aber dafür hat man jetzt einen schönen Anzug. Es kommt wieder die Transformer-Aktion wieder. So, reinsteigen. Und neue Rüstung. Nicht schlecht. Coole Rückenpanzer. So. Ah ne, ich bin ja noch getippt. Ripperkling, bla bla bla. Laserkanone, Energieprojektor für schwere Schäden. Chinese Booster mit kurzer Entfernung. Okay. Ist die Frage, taugt das Ding was oder taugt es nix? Austesten würde ich ja schon gerne. Ich weiß, ich lege das Impulsgewehr weg. Warum ist der Plasmakater nicht so teuer noch? Kann ja eigentlich mal das Impulsgewehr in den Safe packen. Zusammen mit den Projektilen natürlich. Tun wir dafür mal die Laserkanone. Für schwere Schäden. Mal sehen, ob da was taugt. Ist bestimmt nicht besser als mein Ripper, aber naja. und die Werkbank, die war, soweit ich weiß, hier hinten in der Ecke. Gehe ich auch noch mal kurz hin. So. Einen Energieknoten habe ich. Dauer. Oh, mach ich mal den hier. So. Strahlmunition kann ich auch noch mitnehmen, eigentlich.
So. 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 Und dann gehen wir mal nach unten. Auch zur Ebene 1. Hör mal zu, Isaac. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Okay. Das ist ja sehr interessant. Aber eigentlich will ich nur wissen, wie ich hier so schnell wie möglich wieder wegkomme. Na gut. Oh, Speicherstation. Okay. Oh. Oh. Leck mich. Was ist hier drin? Eine Werkbank. Ende des Vakuums. Plasma-Energie. Energieknoten haben wir jetzt hier nicht, also bringt mir die Werkbank auch nichts. Eintritt Vakuum. Des Vakuums. Oh, hallo. Na komm. Ihr seid mir ein bisschen zu schnell. Aber nicht schnell genug für den Ripper. So. Was hat er da liegen gehabt? Energie verliert er. Achso. Stimmt, die wollte ich auch noch austesten. Kann ich da ihre Ekeken? Vorsichtig. Oh. Na? Okay, da geht er runter. So. Schön wieder Ripper ausrüsten. Da ist ein Fahrstuhl. Wo muss ich hin? Da vorne. Und da ist noch ein Raum. Erstmal hier Raum gucken. Was ist das denn? Wirklich. Sehr schön. So, das hier war mein Fahrstuhl. Nee, auch eine Tür. Hinten soll ich eigentlich lang, aber ich gehe mal kurz hier durch. Dexlock. Credits. Noch ein Raum. Mit Energieknoten. Sehr schön. Medipack. Plasma-Energie. Und Energieknoten. Haben wir sonst noch irgendwas? Ah. Ne, kann man gleich wieder wegwerfen. Und hier rein. Hallo. Na, komm. So.
Hepack Mittel, Credits, Hepack Groß, Munition für Laserkanone. Noch mehr Laserkanone Munition, noch mehr Credits. Plasma-Energie. Aber sonst auch nichts Besonderes mehr. Irgendwo ist sie wieder so ein Viech. Bloß wo? Oh nee. Die schon wieder. Na komm. Und noch mal Credits. Ja, dann die Steuerung muss ich jetzt. Erstmal gucke ich mich auch noch um. Midi-Packline. Das kann ich mir auch gleich mal reinhauen. Nutzen. So. Ansonsten ist hier aber auch nichts. Okay. Dann aktivieren wir das mal. Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sicher an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Oh nee. Ich dauere nicht mal wieder. Nein! Geh weg! Alter, geh drauf! Nein! Scheiße! Och man, oh. Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone mit dem Mund manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Das lief schon besser. Lauf wieder ins Energiefeld rein, Alter. Jetzt haben wir das nächste Mal gesehen, wie das aussieht, wenn man da reinläuft. Eintritt Vakuum. So, jetzt hier wieder durch. Hä? Und die nicht gerade rausgezogen. Die kommen einfach wieder und links wieder dahin. Ende des Vakuums. Oh, man kann ihn mal eben speichern. So. Und weiter geht's. Ebene 2. Und hoffen, dass das richtig ist. Okay, ich muss ganz nach oben. Also nochmal rein. Sagt euch auch keiner. Und wieder warten. Warten. Und warten. Ach ja, Fahrstühle sind schon was Tolles, ne? So.
zurück bei den komischen Geräuschen. Hier sind doch bestimmt wieder Viecher. Oder auch nicht. Da muss ich rein, also gehe ich erstmal da rein.